Ja, die größte Herausforderung für uns als Netzbetreiber ist es derzeit einfach, auf den, und ich nenne es gerne erneuerbaren Energie 2.0 Boom zu reagieren. Jetzt kommen die Großflächenanlagen, die großen Windanlagenbetreiber, die gerne einen direkten Anschluss an die 20 kV oder die 110 kV, also direkt in Umspannwerksnähe anschließen wollen. Und da ist für uns einfach die große Herausforderung, die Erneuerung unseres Netzes und den Zubau unter einen Hut zu bekommen. Und daher haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir damit umgehen, und sind dann eben über die Schulung von Ruplan auf Engineering Base aufmerksam gemacht worden und haben da drin sehr schnell das Potenzial erkannt, dass wir dadurch einfach die Produktivität steigern können und repetitive Maßnahmen automatisieren können. Ja, Engineering Base hat den großen Vorteil, dass es als Plattform aufgebaut ist, und wir sind über die Sekundärkonstruktion darauf aufmerksam geworden. Da ist der große Vorteil einfach da drin, es ist nicht nur die Sekundärkonstruktion, es ist weitaus mehr. Und durch die Standardisierung kann ich in EB das automatisiert erstellen lassen. Ich kann Workflows abbilden, ich kann Systembrüche verringern, vermeiden und dadurch einfach den kompletten Prozessablauf eben verbessern. Wir können dadurch schneller darauf reagieren, wenn neue Anfragen reinkommen. Wenn wir beispielsweise neue Umspannwerke irgendwo bauen, also nicht nur Umspannwerke, auch sogenannte Schaltstationen bei uns im Bayernwerksgebiet, können wir einfach durch wenige Klicks innerhalb kürzester Zeit das Umspannwerk in Engineering Base als Single Line erstellen und daraus abgeleitet die Sekundärkonstruktion. Klar muss die Primärkonstruktion noch erstellt werden, also wie das Umspannwerk oder die Schaltstation dann geografisch im Gelände steht. Dass im Hintergrund auch immer noch der Workflow-Assistent mitläuft, können wir unseren gesamten End-to-End-Prozess von der Konzeption, also die erste Idee, bis hin zur Inbetriebssetzung, zur Inbetriebnahme, später vielleicht auch, wenn man an den digitalen Zwilling denkt, auch im Betrieb den kompletten Prozess abbilden. Und das ist einfach der große Vorteil für uns. EB selbst, dadurch, dass wir Ruplan schon kannten und wir die Hausbordmittel von Microsoft schon im Unternehmen kennen und EB ja auf Visio beispielsweise aufbaut, ist da der Einstieg sehr einfach. Und das partnerschaftliche Miteinander, gerade die Unterstützung bei dem initialen Aufbau der Datenbank, war einfach für uns super.